Warning, Fueling, Pumps. Warnung, Treibstoffpumpen, flüchtige Chemikalien, diese Materialien sind höchst ätzend. Schutzkleidung ist Vorschrift. Ha, ist mir scheißegal. Ich scheiß wieder mal auf die Vorschrift. Da ist ein Schwein. Und das sieht nicht toll aus. Ich leg's zu seinen Schweinefreunden. Bitteschön. Ah, okay, da haben wir wieder das Gleiche. Bleh. Kann ich hier raus? Offensichtlich nicht. Nee, schade. Ich kann nur den Fensterladen öffnen. Boah, 28. September 1899. Stellt euch vor, sagten sie, eines Tages wird eine Maschine wie ein Mensch denken können, als ob das wünschenswert wäre. Fast könnte man damit prahlen, einen Mensch geschaffen zu haben, der sich wie ein Schwein vermehrt. Männer und Frauen auf allen Viren, die sich gedankenlos paaren und ihre schmutzigen kleinen Sperma-Sinnschreiben auf die Sinnschreiben auf die Straße ejakulieren. Die Gassen und Gossen quellen fast über vom stumpfsinnig verspritzten Produkt ihrer Vereinigung. Die Luft schwer mit ihrer Lust, mit ihrem lustvollen Gewimmer. Der Dativ ist den Genitiv sein Tod. Gibt so ein Sprichwort. Okay. Körper überströmt mit ihrem eigenen Absonderungen. Ich kann einfach nicht mehr lesen. Ich kann generell nicht lesen, aber ich kann jetzt zu späterer Stunde auch nicht mehr lesen. Das heißt, ich werde jetzt dann bald mal Schluss machen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der Männer derart minderwertig sind, dass sie Passanten mit ihrem Samen besprühen. Und dennoch ist dies der Zustand, den Babbage anstrebte. Nein, dies ist nicht die Maschine unserer Vorstellungen. Solch ein Wesen sollte nichts weniger als eine Gottheit sein. Und wir würden vor ihm auf die Knie fallen und ihm huldigen. Wir sollen Götter nicht zum Streiten und zum Unzucht treiben schaffen. Vielmehr werden sie existieren, um die Welt zu reinigen und zu befreien. Ich lehne Babbage ab, wie ich diese Regierungsmänner ablehne. Sollen die Schweine doch so lange in der Gosse kopulieren oder kopulieren, ich weiß es nicht. Wie sie möchten, denn schon bald werden wir sie uns greifen und ihnen ihre Himmelfahrt erleichtern. Klare Worte. Kann ich hier irgendwas nehmen? Nee. Das heißt, es sieht wohl ganz danach aus. Okay. War nicht sonderlich schwierig dann, schlussendlich. Komm hier auf. Ah, von da kommen wir. Strangers not allowed. This work requires be made. Kein Werkzeug, Werkszugang für fremde Anmeldung beim Pförtnerhaus. Ja, gefällt mir wirklich. Gefällt mir wirklich sehr gut. Oh. Lieferplan. Wie zum Teufel sollen wir diese verdammten Terminpläne einhalten, wenn selbst die einfachste Ausrüstung, die man uns zur Verfügung stellt, einfach nicht ihre vorgesehene Funktion erfüllt? Diese verfluchten neumodischen LKWs schaffen nur einen Bruchteil der Strecke meines alten Gauls, bevor ihnen ihr stinkendes Benzin ausgeht. Dass das schon in Ordnung wäre und dass es außerhalb der Fabrik genügend Pumpen für ihre Betankung gäbe, aber dazu darf man dann einen verflixten Tank vom LKW zur nächsten Pumpe schleifen und ihn dort auffüllen und
Der im Lagerraum ist wieder leer. Egal, zum Teufel damit. Genug für heute Nacht. Ab ins Bett. Tja, der nimmt mir die Wörter förmlich aus dem Munde. Ist er nicht gerade so, als ob jedermann Zugang zu diesem verdammten Friedhof bräuchte? Nachricht für Harry. Wir treffen uns im Damson Templar auf ein Bier. Das finde ich gut. Und Moment, was ist jetzt mein Tag? Oh, gefangen. Ob das ein Dringer? Die Stimme am Telefon. Saboteur ist hier entlang gekommen, verblüffen die Tore sind schwer. Eine Kette hochgezogen, das war. Noch mehr elektrische Sabotage. Aha. Weg. Okay. Es ist gar. Heilige Befehle. Diese Kirche scheint mit dem Werk verbunden zu sein. Wie merkwürdig. Dennoch weist sie mir angesichts der geschlossenen Türen Tankstelle herum einen weiteren Weg in den Hauptteil der Einrichtung. Der Laster steht mir. Fast scheint es so, als ob der Saboteur gewusst hätte, dass ich diesen alternativen Eingang in Betracht ziehen will. Okay, das heißt, wir haben hier einen Saboteur. Wusste ich selbst nicht. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Ja, ja. Ist schon in Ordnung. Ich muss hier. Papi muss hier noch den LKW zur Seite schieben. Moment. Bringt sich das was? Offensichtlich nicht. Schade. Okay, daran arbeiten wir das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, es ist Zeit für Amnesia, A Mission for Pigs, lasst mir gerne in den Kommentaren stehen, was ihr zu diesem Spiel sagt, wie ihr es findet und ob es ein guter Ersatz, was heißt Ersatz, ein gutes Nachfolgeprojekt von Amnesia The Dark Descent ist. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung von euch freuen. Und verabschiede mich dann für heute und ich gehe jetzt ins Bett und sage vielen Dank fürs Zusehen und tschüss und habt Spaß. Ciao Leute, tschüss. Und da sind wir auch schon wieder im Schweinestall von Amnesia, A Mission for Pigs. So, ich höre gleich auf mit, mit dem, was noch kommt. Lauft lieber gleich. Also, der Anfang dieser Aufnahme war ja noch relativ plausibel. Das war noch die alte Aufnahme, aber jetzt geht alles den Bach runter. So, ich möchte das auch nicht in die Länge ziehen, das nehme ich mir für die Zukunft vor, dass ich die Anfänge und Enden immer nicht so lange in die Länge ziehe. So, muss ja nicht sein. Wir sind hier in der St. Dunstan's Kirche und müssen scheinbar diesen praktischen Milchwagen hier wegkriegen, den wir in der letzten Aufnahme offensichtlich nicht mehr zum Laufen gebracht haben. Wir können es nochmal versuchen, aber haben auch diesmal kein Glück. Na gut, dann schauen wir mal rauf, was hier zu holen ist. Wir kommen ja nicht mal rein, da fängt es ja schon mal an. Noch dazu hat es nur zwei Pedale, der Milchwagen. Also Gas und Bremse scheinbar. Naja gut, mir soll's recht sein. Ah, da steht was offen. Möglicherweise kriegt der Superman das weg. Die Fässer natürlich wieder nicht. Alles klar, geht's hier noch irgendwie weiter, bevor ich hier reinschaue und nie wieder herauskomme. Da steht auf jeden Fall noch ein Milchwagen. Klingt auf jeden Fall nicht recht angenehm. Aber es kommt mir heller vor als beim letzten Mal. Weiß ich nicht, ob das täuscht. Freut mich auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird man in der Aufnahme dann sowieso wieder nichts sehen, aber man kann es ja mal probieren. Ist das denn etwa ein Benzinkanister? Wenn ja, dann würde mir das sehr zur Freude gereichen. So, schauen wir mal, ob wir da irgendwas... Ach du Scheiße. Gehst du da rein?
offensichtlich nicht. Moment mal, wie können wir... Ah, ein seltsamer Behälter. Ich sage gar nicht, dass sie so aus Treibstoffpumpe passen, die zuvor gesehen haben. Dieser Gestank. Ich werde nicht... Dringend etwas zu erledigen und vielleicht sogar die Gelegenheit Zugang zu sein. Ja. Okay, alles klar, alles klar. Ja, schon in Ordnung. Es wird schon noch Schweinsbraten geben. Keine Sorge, dafür sorge ich. Möglicherweise mit Semmel, Knödeln und schönem Kraut. Gehst du da rein? Das gefällt mir noch nicht so gut. Auf der anderen Seite wahrscheinlich noch weniger Glück. Naja gut, dann schauen wir mal nochmal rein. Vielleicht gibt es noch so einen tollen Benzinkanister. Ah, Chemikalientransportgefahr höchst ätzend, höchst entzündlich. Hier sprühen schon die Funken, weil es so entzündlich ist. Okay, ich spring hier mal rein. Was passiert dann? Oder passiert da gar nichts? Ich hatte vorher eine Hand. Ah, okay. Kann ich zumachen? Kann ich auch wieder aufmachen? Kann ich reinspringen? Ich muss ja nicht mal reinspringen. Ich müsste ja rein theoretisch nur reinklettern. Geht aber auch nicht. Diese Maschine funktioniert ganz augenscheinlich. Fluteinbruch, Notabschaltung in Kraft. Ich kann nicht mal Deutsch lesen. Ah, ein Fleischwolf, eine Wurstfabrik, ganz offensichtlich. Hier hängen sie Leute auf. Alles klar, so viel verstehe ich noch. Oh, gut. Jedem das Seine. Ärgert mich ehrlich gesagt, dass ich da nicht rein kann, aber vielleicht ist es auch besser so. Was ist hiermit? Ah, okay, das geht. Geht das ganz auf? Nee, geht auch nicht weiter auf. Ah, okay, dann mache ich wieder zu. Erstmal den Schweinekopf hier runterdrängen irgendwie. Das sieht aus wie eine Maske. Tja, es hält bitte. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Seit wann transportiert man Milch eigentlich in Fässern? Ist mir auch neu. Funktioniert das jetzt? Würde mich wundern. Nee, natürlich nicht. Da ist irgendwas eingraviert. Frankfurt am Main. So viel kann ich lesen. Kraftwerk. Alles klar. Wie konnte ich das nochmal drehen? So konnte ich das immer drehen. Da ist ein Kontakt. Ist hier oben auch ein Kontakt? Nee, da ist kein Kontakt. Puh. Aber das muss doch wohl hier irgendwie reingehen. Das kann doch nicht anders sein. Ja gut, dann eben nicht. Strangers not allowed to swear. Kein Werkzugang für Fremde ab Anmeldungen beim Pförtnerhaus. Ich gebe einen Furz auf den Pförtner. Kann ich hier vielleicht rüberklettern? Nee. Belliard. Schöne Übersetzung, dankeschön, liebes Beam Team Games Team. Ah, nee, Beam Team Games war Stranded Deep. Verzeihung, Frictional Games. Komme ich schon durcheinander mit den unzähligen Spielentwicklern? Schweinekadaver, Ratten
oder Mäuse. Ist mir alles nicht ganz geheuer. Noch dazu weiß ich nicht, ob wir hier nochmal zurück müssen, weil wir könnten ja theoretisch rein. So ist es ja nicht. Du gehst mal weg. Wie haben wir die immer genannt? Gustav? Nee, Gustav war schon tot. Oder Friedensreich oder... ja, Friedensreich. Ah, hier ist etwas zum... Treibstoffpumpe. Ach so. Ja, sag mir das doch gleich. Einen Schritt voraus. Was für den Ofen? Kann die Oma dann am Sonntag immer Schweinsbraten machen? Finde ich schön. Ich muss hier immer einen Blick nach links werfen, weil da ist nämlich die Webcam. Ich habe jetzt, das ist der erste Versuch mit der neuen Webcam jetzt hier. Und da bin ich jetzt nicht mehr in der Versuchung, neben die Webcam zu schauen, aber auf den zweiten Bildschirm. Aber das darf ich nicht zu oft machen. Okay, ich höre schon mal auf. So. Moment, wo war es hier? Treibstoffpumpe. Ja, hervorragend. Ach so, nee. Reinpumpen vielleicht. Ach so, okay. Ja, alles oder nichts. Wir haben dann jetzt auch wahrscheinlich gar nicht hören, Gott sei Dank. Scheiße. Ich nehme mir das mal kurz. Pum, 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 pum. Pumpst du wohl? Danke. Tschüssi. Tür mache ich mal nicht zu. Möchte ich sehen, wie schnell das Schwein klettern kann. Oder besser gesagt auch nicht. Das war mal knapp. Rein, rein, rein. Ich bin ein doofes Schwein. So, hier bitte schön. So, Moment, Mementos. Oh, guter Herr, alles Guten und Heiligen, ich muss fliehen. Mir diesen Behälter und seinen ekelhaften Inhalt schnappen und von diesem Ort weg entkommen. Bevor diese Kreatur, dieser Fast-Mensch. Ich sag dazu nichts. Ich werde mich zur Kirche begeben, denn solch eine Abscheulichkeit kann mir bestimmt nicht heiligen Boden folgen. Natürlich nicht, das ist dem Schwein sowas von scheißegal, ob wir jetzt in der Kirche sind oder nicht. Besser noch in der Kirche, dann kann es wenigstens Messwein saufen. So. Ja, das ist uns egal. Wir haben jetzt schließlich schon die Pumpe. Wir haben gepumpt. So, fertig. Na, wer sagt's denn? Und rein da in die Kirche, über den Friedhof. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Wird es schlüpfen? Yes, my darling. Of course we can take it home. Oh, so einen Grabstein möchte ich nicht haben. So einer schon eher, das ist gruselig. Noch gruseliger. Am gruseligsten. Noch viel gruseliger. Als am gruseligsten. Na schön. Oh. Warum nicht gleich einen Adler, um es jetzt mal einfach verharmlost auszudrücken, auf dem Grabstein. Hier ruht in Frieden Adolf. So, ich halt schon meinen Maul. Und rein in die gute Struhe. Jetzt ist das Licht wieder so scheiße, das wollte ich eigentlich. Vieh und Bibel. Lilly tanzend, Lilly... Was? Lilly tanzend, Lilly tanzt auf dem Tisch. Ihre Augen glühen, diese Liebe in ihr Herz gebrannt. Sein Herz verbrannt durch die Hitze dieser Liebe, seines Liebestanzes. Oh. Ich habe ehrlich gesagt immer Angst vor den Ladezonen, weil die erste Ladezone, die ich hatte vor der Aufnahme, ist gleich mal das Spiel abgestürzt. Nicht so nice. So. Ich erinnere mich, wir saßen hier ganz in Schwarz und wir trauerten und wir beteten und wir senkten unsere Häupter. Mhm.
Oh, wie ich Gott damals hasste, wie ich ihn verschmähte. Wenn dies unser Herr ist, dieses Schwein, das mir meine Frau gestohlen hat, dann fechte ich sein Leben an. Ich werde für uns alle einen neuen Gott schaffen. Welch Wahnsinn, was für ein Narr ich gewesen bin, hätte ich solch blasphemische Delirien in mir bewahrt. Ich wäre dem Untergang geweiht. Doch selbst hier fühle ich die Maschine unter dem Steinpflaster hämmern und ich weiß, dass mein Weg auf mich wartet. Schön. Der Weg ist das Ziel, meine Freunde.